wir uns noch die anderen Armbrüste. Da kam jetzt auch die erste Armbrust, die wir selber hergestellt haben. Das ist ja auch gar nicht so schlecht. So, schicken wir die mal hier auf die Türme mit drauf. Meine Männer werden eure Knochen zermalmen. Na, da bin ich ja schon gespannt. So, kaufen wir mal hier nochmal nach. Weil wenn wir hier gleich Besuch kriegen, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir da ein bisschen mehr in der Rückhand haben an Leuten. So, hier haben wir gerade genau 10 gegriffen. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Zur Stelle. So, einmal hier hoch. So, nochmal 5. Einmal hier hoch. So, vielleicht kriegen wir das hier noch dicht, bevor die nächsten kommen. Dann haben wir hier eine schöne Zweifachmauer. Das sieht gut aus, dass wir das hinkriegen. Na, jetzt läuft der da genau rein. Schlag die Trommel, blas das so, sehr schön. Das Schwein ist im Anmarsch. Direkt von vorne. So, haben wir hier hinten dicht. So. Eine Nachricht vom Schwein. Oh wow, ich habe ja hier das Tor zugemacht. Lol. Ich mache Hackfleisch aus euch. So, besser. Hackfleisch. So. Dann passt das hier auch wieder besser rein. Einfach durchgezogen, was soll's. Lol, wie gut. So. Sehr schön. Dann haben wir hier sogar alles abgesichert. Ich bin voll stolz auf uns. So. Hier kommen auch schon die Streitkolben, Leute. Hier schießen noch die Bögen mit Pfeilen hinterher. So, hier haben wir ganz schön viel Eisenerz gestaffelt. Holz haben wir auch gut. Nur die Nahrung läuft noch nicht ganz so gut. Da helfen wir nochmal mit Bäckern nach. Ich mache Hackfleisch aus euch. Hackfleisch. So. Dann haben wir die Fraktion doch hier ganz gut gelöst. Wie sieht es hier im Lager aus? 2024, das sieht doch auch vielversprechend aus. So, und beim Leute erstellen haben wir schon 2 Streitkolbenkämpfer. Was gibt's? Ja, können wir stolz sein, die stellen wir mal zu unserem Lord hoch. So. Und dann geht's jetzt hier ans Eisenerz ranschaffen. Ne? Wir geben nicht auf, das geht schön weiter. So. Wir benötigen Holz. Ja, tolle Wurst. Aber gut, wir haben ein paar Leute mehr, die hier jetzt Stein ranbringen. So. Hier hinten auch noch. Ja, mal gucken, wie die das jetzt hier erstmal wuppen. Die haben ja erstmal zu tun. So. Es werden Rekruten benötigt. Jetzt haben wir schon wieder keine Rekruten. Das ist ja ganz toll. So. Da läuft der Lachs. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wir brauchen vielleicht noch mal mehr Lederharnische, ne? Die passen noch nicht so ganz. Ich überlege gerade, hier hatten wir die Bögen hingestellt, ne? Wo hatten wir denn die Lederleute hier, ne? Glaube ich. Aber ganz ehrlich, wir ziehen die einfach mal weiter noch hier lang. Dann taugt das, glaube ich, ganz so gut an der Stelle. Und hier kommt ordentlich was zum Verkaufen rein. Sehr schön. Ihr habt nicht genügend Güter. Das ist doch super. Ich überlege gerade, ob wir noch ein paar Schwertkämpfer machen. Weil rein theoretisch könnten wir das tun. So, hier lasse ich einfach mal ein paar Bögen vor sich hin tun. Können wir auch noch ein paar Bogenschützen machen. Ist ja auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Dann würde ich sagen, läuft das hier ganz gut, ne? Hier ist ja wirklich nicht allzu viel los. Läuft. Ne? Kann man irgendwie nicht anders sagen. Hatte ich hier nicht, wollte gerade sagen, hatte ich hier nicht mal irgendwo was hingestellt? Holz. Wow, warum ist denn jetzt schon wieder kein Holz da? Wo sind die Holzfäller? Okay, da kommt einer. Aber der wird uns, glaube ich, nur schwer reichen. Dass wir hier gescheit was hinstellen können. Okay, ein Weizending mehr. Ich hoffe, das bringt uns auch was, dass er nicht einfach ständig stirbt. Das wäre ungünstig. So, schaut mal, wir haben jetzt schon mehr als unser Einstiegsding raus. Das ist doch schon mal gut. Und Nahrung wird auch irgendwann wuppen. Ich habe Hoffnung.
So. Haben wir wieder 11 Armbrüste am Start. Ganz ehrlich, ich packe jetzt hier auf die äußeren Türme nochmal jeweils 5 rauf. So. Hier nochmal. Dann ist hier jeder Turm voll. Das sollte, glaube ich, auch reichen bei den Schweinen hier. Und die anderen nehmen wir nur noch zum Mitnehmen mit. Zum Mitnehmen mit. So, ich überlege gerade, ob wir hier nochmal ein bisschen Holzfäller verteilen. Zur Holzgewinnung. So, mehr Stein, sag ich. Hui. Das sieht doch hier ganz so gut aus, aber da vertragen wir auch noch ein paar mehr Ochsen. So. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Mehr Wohnhäuser. Aber wie gesagt, Nahrung ist momentan noch so unser Problem, ne? Das kriegen wir noch nicht richtig gewuppt. Ah, vielleicht nochmal ein paar Bäcker, aber auch da können wir uns gerade nur einen leisten. Schwierig. Stelle ich aber trotzdem einfach mal hier mit rein. So. Hoffen wir mal, dass wir das hinkriegen. Ich würde auch hier gerne noch mehr Obstplantagen hinstellen, aber da ist noch nicht genug von den Bäumen weggerodet. Das ist ungünstig. So, aber hier kriegen wir auf jeden Fall mal mehr Nachschub an Getreide. So, wie sieht's hier aus? Streitkolben haben wir ein paar. Können wir uns rein theoretisch nochmal hier in der Herstellung ein paar leisten. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit. Wo stellen wir die hier noch mit hin? Können wir eigentlich auch hier mit an den Rand packen. So. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Sehr gut. Eisenerz haben wir ja mehr als genug dafür. Wenn wir gerade ein bisschen Holz übrig haben, können wir das auch weiter ausbauen. Los geht's. Ich meine, hier kommt eh keiner mit einer Fackel, aber allein aus Prinzip stellen wir hier mal einen Brunnen hin. Wer weiß, falls doch. Ja. Wäre sehr ungünstig, wenn hier auf einmal alles abfackelt. So, Nahrung ist ein Problem, aber wir haben langsam relativ gut Gold, dass wir sagen können, wir kaufen auch einfach was. So. Achtung! Bin zur Stelle. Kann sagen, sind da gerade wieder Bögen reingekommen? Das war ja sehr flexibel. Eure Befehle? Ja, stellt euch alle einfach mal hier drauf. Ja, gilt auch für die Streitkolbenkämpfer, ne? Alle mal da oben hin. Allzeit bereit. So, hier haben wir wieder ein paar Armbrüste. Die stelle ich mal hier oben aufs Tor. Und Marsch! Und los geht's. So, Steine haben wir nun echt viel. Schlag die Trommel. Boah, Eisenerz, Alter. Krass. Das, was? Das Schwein ist im Anmarsch. Direkt von vorne. Er ist wieder hier schwerst motiviert, muss man sagen. Ja, er gibt wieder alles beim Singen. So, Holz sieht gut aus. Da stellen wir hier gleich mal die nächsten Sachen mit hin. Ich habe gerade nur Angst, dass hier keiner mehr rankommt. Ja. Ist leider so. Habe ich was befürchtet. So müssten wir es aber ganz gut hinkriegen. Ja, zu eng ist auch nicht gut. Aber so scheint es zu funktionieren. So, hier wieder ein paar weg. Auch. So, da haben wir 7000. Wie krass ist das denn? Könnte ja glatt eine schnelle Runde hier werden. Wir werden jetzt einfach mal ein bisschen was nachkaufen. So. Und dann stellen wir hier mal ein paar Muskelprotze. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, ich sorge nochmal für ein bisschen Nachschub hier. Soll uns ja nichts fehlen. Wie sieht der Kornspeicher aus? Eher ungünstig. Heißt, wir kaufen mal wieder ein bisschen was. Ja, wir kriegen die Nahrung einfach nicht rein. Ich weiß noch nicht so recht, warum, ne? Eigentlich kommt ja auch was. Wir werden aber irgendwie reicht es dann am Ende doch nicht richtig. Ah, ärgerlich. So, hier passt gar nichts irgendwie rein. Da fehlt einfach tatsächlich eine Ecke. Aber nun gut. So, vielleicht nochmal ein, zwei Bäcker hier mit rein. Können wir hier gut an die Außenwand klatschen, falls die kaputt geht. Ist das nicht ganz so tragisch, wenn auch die kaputt gehen? So, Stein kann weg. Eisenerz kann ein bisschen weg. Hier holen wir uns nochmal ein paar dazu. So, gerne hier mit drauf. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Ich überlege gerade, wo wir die hinstellen. Können wir eigentlich mal hier außen sammeln. So, das scheint sich hier schnell erledigt zu haben. Da sind nur noch die Armbrüste mit am Start, die hier die armen Bauern abschießen. Schwein. Ich mache
Hackfleisch aus euch. Hackfleisch. Na, das sieht doch eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Platziere ich mal auch noch hier mit hin. Mein einziges Problem ist, ich weiß nicht, ob wir genug Kühe hier haben. Weil die auch hier mal zwischendurch abgeschossen werden. Dann sieht mir das ein bisschen ungünstig aus. Ich packe mal hier nochmal einen Holzfäller mit dahin, damit das hier schneller verschwindet. Das dauert mir zu lange. So, alles mal hier verkaufen. Das sieht alles gut aus. Kaufen wir mal nach. Eine Nachricht vom Schwein. So, ein bisschen Käse auch. Schlag die Trommel, blas das Horn. Das Schwein ist im Anmarsch. Direkt von vorne. Eine Nachricht vom Schwein. Schlag die Trommel. Wow, jetzt kommen hier alle, oder was? Blas das Horn. Das Schwein ist im Anmarsch. Direkt von vorne. Ja Mensch, ist motiviert, das Schwein, sage ich euch. Es werden Rekruten benötigt sein. So, hier kommen gerade alle anmarschiert, die wir erstellt haben. So, lagern wir mal aus. So, mehr Armbrüste. Können ruhig hier mit drauf. Bin zur Stelle. Und hier die Bogenschützen mit hin. So, wir haben wieder ein bisschen Holz übrig. So, hier platzieren wir mal noch mal ein bisschen mehr Stein hin. Weil hier ist jetzt alles sehr gut bedeckt. Und hier darf es gerne mehr Eisenerz sein. So. Ach Gott, guck mal, die kommen glatt bis an die Mauer. Ist ja unfassbar. So, ja, ihr müsst euch jetzt mal einen anderen Weg suchen. Da kommt ihr gerade schlecht lang. So. Oh, unser schönes Stein wird gut gemacht. Oh. Das ist ja ungünstig. So, aber unsere Feinde selbst, die verschwinden. Sehr schön. Und da waren wir wieder komplett. Eine Nachricht vom Schwein. Ihr kennt's so. Nicht richtig. Stellt euch mehr an. Was glaubt er denn gerade, was er für einen Erfolg feiert? Lol. Das ist auch nicht schlecht. Eine Nachricht vom Schwein. So. Schauen wir uns mal noch die Armbrüste nach. Ich mache Hackfleisch aus euch. Hackfleisch. Wie sich alles gleich hier in die andere Richtung umleitet, ne? Unfassbar. So. Achtung. Hier haben wir mehr Armbrüste. Ja. Bin zur Stelle. Noch einen Bogenschützen rausgeholt. Zur Stelle. Rücken aus. Ich kann auch mal nach hier oben wandern. Achtung. So, die dürfen alle hier mit aufs Tor. Ja, irgendwie so. Und Marsch! Ja. Er darf auch noch mit nach hier Sind oben. Auf dem Weg. Was gibt's? Ja, einmal nach hier hinten, bitte. So, nahrungsmäßig kriegen wir halt echt gut alles gekauft. Ne? Da sind wir jetzt nicht so stark hier drauf angewiesen. Blöd ist natürlich, dass die jetzt hier immer kommen und unsere Kühe halt nicht so nachkommen, wie wir es gerne hätten. So, deswegen kaufe ich jetzt hier einfach mal vor. Ja. So. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt. Bin zur Stelle. Ach ja, sei mal nicht so pingelig. Ging jetzt aber auch ganz schön ins Gold, ne? Da haben wir doch ein bisschen was gelassen. Aber alles nicht dramatisch, Gott sei Dank. Ja, Herr. Bewegung. So. Na los. Bogenschützen auch bereit. Auf. Ne? In Bewegung. So, dann holen wir uns mal hier nochmal ein paar Streitkolben. Ja, Herr. Bin zur Stelle. So. Ja. Rücken hier aus. Oben. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Na, hier hinten. So, wir sind auch recht gut organisiert, ne? Und wie gesagt, gerade finanziell geht es uns ja relativ gut. So, was mich gleich mal dazu führt, dass wir hier hinten weiter ausbauen. Die Eisenmine. Ja, muss wissen auf wir doch. Eisenerz gebaut werden. Lass mal hier ein bisschen frei, damit da keine Komplikationen entstehen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ja, wir haben ja jetzt auch ordentlich reingehauen hier. Das gibt ganz schön viel Eisenerz jetzt. Ich hoffe, wir kommen mit Verkaufen hinterher. Wäre sonst ungünstig. So, Holz kommt gerade wieder rein. Nahrung sieht bei Brot mittlerweile richtig gut aus, muss man sagen. Da können wir uns auf jeden Fall nicht beschweren. Ja, Herr. Es werden Waffen so, hier sind auch einige hinterhergekommen, aber wir müssen wieder kaufen. Sonst kriegen wir das nicht ganz hin. Ja, Herr.
Es werden Rekruten benötigt sein. Mein Bogen ist euer. Einmal mit nach hier drüben. Mein Herr. Nach oben. Sind auf dem Weg. Hier, ganz eure ehrlich. Befehle? Die packen wir jetzt auch mal mit nach hier hinten. Sollen die Bogenschützen sich hier um den Lord kümmern? So. So. Das sieht doch hier alles ganz gut aus. Können wir sogar ein paar Brote verkaufen. Das ist doch gar nicht so schlecht.